So, liebe Kinder, jetzt beginnt unser Stadtspaziergang. Und bevor ich euch rumführe durch die Stadt Plauen und euch verschiedene Gebäude zeige, möchte ich euch kurz etwas erklären. Die Gebäude hier in Plauen sind ja alle unterschiedlich alt. Und wenn ich euch die Jahreszahlen sage, dann ist es immer so schwer zu verstehen. Und deswegen habe ich mir etwas überlegt. Es gibt in Plauen ganz, ganz alte Gebäude und die würde ich gern Uroma oder Uropa nennen. Es gibt Gebäude in Plauen, die sind schon alt, aber noch nicht ganz so alt. Das ist Oma und Opa. Dann gibt es Gebäude in Plauen, die sind ja auch schon etwas älter. Das ist Mutti und Vati. Und dann gibt es Gebäude in Plauen, die sind noch gar nicht so alt. Das ist das Kind. Also wir geben den Gebäuden einfach eine Bezeichnung. Mutti, Vati, Kind, Opa, Oma. Nach jedem kleinen Video werde ich euch eine Frage stellen. Und das ist sozusagen wie eine Hausaufgabe. Und im nächsten Video werde ich euch dann immer die Lösung sagen. Also seid gespannt. Hier befinden wir uns vor dem Komturhof. Und der Komturhof ist schon ganz schön alt. Vor 800 Jahren hat ihn der Deutsche Orden bauen lassen. Also ist unser Komturhof der Uropa in Plauen. Das Deutsche Haus oder Komturei war bewohnt von den Rittern und den Priestern. Und natürlich auch hat hier der Anführer der Ritter, der Ordensritter, gewohnt. In dem unteren Bereich war der Wirtschaftsraum und ihr könnt euch das so ungefähr vorstellen wie ein ganz, ganz großer Kühlschrank. Dort wurden die Lebensmittel und die Getränke gelagert, um die Bewohner des Hauses und der Kirche mit den notwendigsten Gütern zu versorgen. Das Haus diente aber auch als sogenanntes Rathaus für die Vögte des Vogtlandes und für die Kirche. Es gibt auch jemand Bekanntes, der dieses Haus besucht hat, und zwar Heinrich der Jüngere von Plauen. Der war im 14. Jahrhundert hier in diesem Haus. Und wenn ihr einmal sehen wollt, wie der Heinrich ausgesehen hat, dann müsst ihr hier in den Komturhof kommen, da ist er nämlich ausgestellt, oder ihr geht mal auf den Altmarkt und neben der Treppe vom Rathaus befindet sich eine Skulptur und so ungefähr sah der Heinrich aus. Vor 500 Jahren befand sich in den unteren Räumen die Schule von Plauen. Eine ganz lange Zeit war es die einzige Schule hier in Plauen. Und vor 200 Jahren hat man dann gemerkt, dass die Schule viel zu eng ist, dass es nicht gut gelüftet ist, dass es ganz schön mufflig auch riecht. Und man hat beschlossen, neue Schulen für Plauen zu bauen. Das Gebäude selber wurde im Krieg 1945 stark zerstört. Und vor 14 Jahren hat man angefangen, das Gebäude wieder aufzubauen. Und nun möchte ich euch eine kleine Aufgabe mitgeben. Und ihr könnt die zu Hause mit euren Eltern und mit euren Großeltern mal besprechen. Ich habe euch ja gerade erzählt, dass hier im Komturhof die Schule von Plauen war. Aber das war gar nicht die erste Schule von Plauen. Und meine Frage an euch ist, wo befand sich die erste Schule und wann wurde die erste Schule von Plauen überhaupt eröffnet? Im nächsten Video nehme ich euch mit zu den Weberhäusern. Also seid gespannt!